Und willkommen zu einem Bonus-Part von Pokémon. Und zwar wollte ich jetzt doch einmal zeigen, wo die legendären Pokémon sind und ich will sie mir fangen. Das erste legendäre Pokémon finden wir hier in der Siegelstraße. So. Dann müssen wir einfach nur hier ein Stückchen zurückgehen. So, bin ich in der Stärke. Felsen bewegen, wunderbar, wunderbar. Okay. Hier. So. Dann wäre ja gleich da. Natürlich müssen uns wilde Pokémon mal angreifen auf dem Weg. Ist ja kein Problem. So, und hier hoch dann. Und da unten haben wir schon was gesehen. Da möchten wir dann auch hin. Wenn dieses Kleinstein denn mal Platz macht. So, Flucht. Und los geht's. Lava. Hoffentlich fangen wir das auch recht schnell. Ein wildes Lavados. So, Psychokinese einmal drauf. Gut. Das ist Schnabelattacke ein, okay. Dann versuchen wir mal mit dem Superball. Ich habe das Pokémon verfehlt, das gibt's doch nicht. Versuchen wir es nochmal mit dem Superball. Vielleicht bleibt er jetzt drinne. Nee. Verstehe ich nicht. Ich kann ihn nicht großartig mehr schwächen. Oder? Muss mal gucken. Nicht, dass ich ihn töte, weil dann war es das. Kopfnuss. Okay. Ganz knapp noch. So, jetzt aber. Bleibt drinne. Jawohl, Lavados wurde gefangen. Für Lavados wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. So, wenn dieses legendäre Vogel-Pokémon mit den Flügeln schlägt, erstrahlt der Nachthimmel in gleißendem Rot. So, natürlich kein Spitzname. So, und jetzt mache ich einen kleinen Schnitt. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ich bin jetzt auf der Zinnoberinsel. Weil von hier aus können wir zum nächsten legendären Pokémon kommen. Wir müssen hier einfach nur lang schwimmen. So, die Trainer hier habe ich alle schon mal besiegt. Ist also kein Problem. So, wenn uns wilde Pokémon angreifen, alles kein Problem. Ja, ein wildes Tentacher, ist schön. Luft. So. Sind wir ja gleich da, wo wir hinwollen. So. Und zwar hier. Die Seeschauminseln. So. Schön, schön. Ja, wilde Pokémon ist toll. Ein süßes Krabbi. Okay. Vielleicht habe ich doch noch irgendwie sowas wie einen Schutz oder sowas. Nö, habe ich nicht. Schade. Dann müssen wir das so machen. So. Ja, wildes Pokémon ist schön. Was haben wir jetzt? Ein King, der, mein Gott, sieht doch diese Klaue an. So, lass mich vorbei. Okay. Surfen eine Runde. Surfen jetzt, glaube ich, von alleine, oder nicht? Nein, nicht, noch nicht, okay. Dann genau hier, ne? Ja, genau, ab jetzt surfen wir von alleine. So, und jetzt sind wir hier. Müssen wir hier anlegen an Land.
So. Okay, ich glaube, hier müsste ich dann hin. Ich hoffe, ich bin richtig. Jawohl. So, und zwar müssen wir jetzt die Steine hier verschieben. So, Earping. Brauche ich. Warte mal, vorher Steine hier hinten. Ja, wildes Pokémon. Warum denn auch nicht? Mal wieder ein Zubat. Toll. Ja, weg. Ja, wieder King Lair. Ist ja schön. Lasst mich vorbei. Unten. So. Ja, mein Gott, hätte ich mir bloß irgendwie Schutz gekauft. Mensch, ist doch nicht wahr. Los, Hypno. Flucht. Dahin. Schwupp. Schwupp. Ja. Ein Golbat. Weg mit dir. Schwupp. Und schwupp. Gut, jetzt können wir hier hochsurfen. Da ist der Nächste, der auf uns wartet. Los geht's. Arktos. So. Ein wildes Arktos. Los, Hypno. Hoffentlich machen wir nicht kaputt. Gut. Er lebt noch. Sind. So, Superball. Doch komm. Dann versuchen wir das mit dem Hyperball. Ich habe mir ein paar gekauft. Ich habe übrigens auch den Meisterball mitgenommen. Aber den würde ich noch. Hallo? Was sind das für scheiß Bälle denn? Okay, also nochmal mit Kopfnuss vorsichtig drauf. Noch. Gut. So, Hyperball. Jawoll. Arktos wurde gefangen. Für Arktos wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Wenn Arktos durch die Lüfte schwebt, jetzt habe ich weiter gedrückt, na gut. Wasser in der Luft und es beginnt zu schneiden. Okay. Möchtest du Arktos einen Spitznamen geben? Nein? Oder auf den PC übertragen? So, und jetzt folgt wieder ein kleiner Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich wieder. Wir holen uns jetzt das letzte legendäre Vogel-Pokémon. So. Totok, bist du da? So, einfach hier runterschwimmen. Ach ja. Trainer, interessiert mich nicht. So, Kraftwerk. Gut, ich habe Topschutz gekauft, den werde ich jetzt auch benutzen. So, und los geht's. So, einfach nur durch das alte Kraftwerk hier durchlatschen. Und am Ende des Weges wird uns dann das Zapdos erwarten. So. Hier noch runter? Nee. Was hier lang? Ist ja doch schon eine Weile her, dass ich hier mal war. Das Spiel leckt, glaube ich, gerade ein wenig. Weil mein Computer gerade auf Höchstleistung läuft. Kann ich nicht ändern. Muss man mit leben. So. Hier lang. Wir müssen es ja gleich geschafft haben.
Okay, vielleicht soll ich ihn heute mal speichern. Und los. Zapdos. Du gehörst mir. So, los, Hypno. Psychokinese. Ohrschnabelein. Kein Thema, Kopfnuss. Oh, das ist nicht wahr. Jetzt habe ich Zapdos getötet, toll. Ich habe gespeichert, also bis gleich. So, so viele Schnitte in einem Video, mein Gott. So, hoffentlich schaffen wir Zapdos endlich mal. Das ist jetzt, glaube ich, schon der 10. Versuch mittlerweile, Zapdos zu fangen für mich. Also los. Jetzt bleib endlich in dem scheiß Ball gleich. So, töte ihn bitte nicht. Gut. Es kann doch nicht so schwer sein, so ein dämliches Zapdos zu fangen, mein Gott. So, jetzt ist er aber wirklich fast tot. Mehr Schwächen geht nun wirklich nicht mehr. Los, Superball. Ich verstehe es überhaupt nicht. Wie soll ich ihn jetzt bitte noch mehr schwächen? So, Hyperball. Er bleibt nicht drinne. Das war zum Kotzen, ist das. Hyperball, bleib drinne, du dämliches Vogelvieh. Ach, auf einmal bleibt er drinne. Sobald ich ihn beleidige, bleibt er drinne. Toll. So, Zapdos wurde gefangen. Warum nicht von Anfang an so? Ich bin jetzt gerade echt genervt deswegen. So. Dieses legendäre Pokémon erscheint während Gewittern an Wolken, blablabla, Himmel. So, klar. So. Gehört mir. So, tschüss. So, jetzt folgt schon wieder ein kleiner Schnitt. Bis gleich. Und da bin ich wieder. So, ein legendäres Pokémon fehlt noch. Und das finden wir hier, in Azuria City. Oh, komm, ich setz mich lieber auf mein Fahrrad. Ich lasse mir so lange hier zu latschen. Bin immer noch genervt wegen Zapdos, dass das so extrem lange gedauert hat. Ihr habt das nicht mitgekriegt, aber ich hing da bestimmt eine halbe Stunde, um dieses blöde Vogelvieh zu fangen. So. Aber für das letzte legendäre Pokémon habe ich ja noch meinen Meisterball. Habe ich ihn noch? Ja, Gott sei Dank, ich habe ihn noch. So, und zwar hier rein. In den sogenannten Geheimdungeon. So, mal gucken, wie hier der Weg war. Das ist ja auch schon sehr lange her, dass ich hier drinne war. Dass ich hier lang bin, eigentlich nicht, ne? Was haben wir denn hier ein? Elixier, toll. Okay. Surfen wir mal weiter, eine ganze Ecke. Dann muss ich hier hoch, genau. Oh Gott, wie war denn hier der Weg? Okay. Ein wildes Georock. Lässt mich vorbei. Oh, komm. Der Blöde ist, der Schutz weckt hier nicht mehr, weil die Pokémon zu stark sind. Vielleicht müssen wir uns das so antun. Kann ich mich hier eigentlich auf mein Fahrrad setzen? Ja. Schön, schön. Soll ich hier lang? Weiß es nicht. Oh, das ist so nervig mit den wilden Pokémon. Luft. Ah ja, okay. Zurück. Es macht so einen Spaß, wenn alle 5 Sekunden, nicht mal 5 Sekunden, vielleicht 2 Sekunden, ein wildes Pokémon vor die Fresse fliegt. So langsam habe ich echt keine Lust mehr, aber wir haben es ja gleich geschafft. So, Treppchen. Ah ja. Nee, ich glaube, ich müsste hier hinten hin. Ja, wildes Pokémon, hurra! Ultrigaria!
Lass mich in Ruhe. So, sind wir hier, okay. Doch, das ist nicht wahr. Hier tauchen ja mehr wilde Pokémon auf als überall anders. Tolles Ditto. Lass mich in Ruhe. So. Ja, noch eins. Rizeros. Weg. Ja, toll, und dann alles für ein Item. Ah. Mann, Mann, Mann. Weil wirklich, funktioniert mein Schutz wirklich nicht. Topschutz. Ah ja, dann war wohl mein Schutz schon abgelaufen. Ich dachte, wir würden noch laufen. Na gut. Vielleicht kommt jetzt kein wildes Pokémon an. Nee, scheint jetzt besser zu sein. Gut, hätte das mal bloß vorher gemacht. So. Ich hoffe, ich bin noch auf dem richtigen Weg. So. Ah ja, okay. War hier nicht so ein Fehler? Nee, scheinbar nicht. Okay. Wir haben es ja gleich geschafft. So. Und noch hier lang surfen. So, Turtok. Mann, das wird eine Freude, das alles nachher zusammenzusetzen. Ganze Schnitte. Welche Freude. So, und da unten ist das letzte wilde Pokémon. Ja. Kaum setzt der Schutz aus, greift mich sofort einen Golbat an. So, jetzt lass mich endlich mal in Ruhe. So, Turtok. Los jetzt. Gut, und da sind wir. Mewtwo. Das stärkste Pokémon. Level 70. Ist aber kein Problem. Da wir ja den Meisterball haben. Und los geht's. Jawohl, Mewtwo wurde gefangen. Für Mewtwo wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Ein Genmutant. Die DNS von Mewtwo ist fast mit der von Mew identisch. Doch der Charakter unterscheidet sich erheblich. Ja, wurde auf Bills PC übertragen. Und damit haben wir die legendären Pokémon. Wir haben ganze 60 Pokémon gefangen. So, Arctos, Zapdos und Lavados besitzen wir und Mewtwo. Okay, dann habe ich jetzt die legendären Pokémon gefangen. Und das Spiel ist jetzt wirklich komplett zu Ende. Und ich sage Tschüss.